Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem neuen, in Anführungszeichen, Pferdekauf. Denn dieses Pferd bekommt ihr komplett umsonst. Und um welches Pferd handelt es sich? Wo bekommt ihr es? Und was sind seine Gangarten? Und so weiter. Es geht um das Star Stable Geburtstagspferd. Und um das zu bekommen, müsst ihr auf den Eventplatz hier im Moorland direkt neben dem Leuchtturm oder auf der Karte gesehen, direkt an dieser Stelle. Und dort steht der gute Gary Goldzahn neben dem neuen Geburtstagsurpferd. Und nach einer kurzen Auseinandersetzung kriegt ihr von ihm die Möglichkeit, das Pferd direkt zu übernehmen. Ihr könnt euch den Namen aussuchen und damit direkt das Pferd in euren Stall einziehen lassen. Hier seht ihr mein Geburtstagsurpferd. Hier seht ihr meinen Crazy und die Gangarten und alles. Sind zwar wie gehabt, wie beim normalen Urpferd, aber trotzdem werde ich euch die Gangarten des sogenannten Seelenrosses des Geburtstagspferdes natürlich auch nicht vorenthalten. Kommen wir zu den unterschiedlichen Gangarten. Da hat das Pferd natürlich dieselben Gangarten auch wie das normale Urpferd und ist da auch keine Ausnahme. Sieht natürlich aber richtig cool aus mit den Verzierungen, die es drauf hat, für die sich ja, wie es schon bei der Umfrage rausgekommen ist, die meisten Leute entschieden haben. Also mir gefällt das von der Art her eigentlich richtig, richtig cool. Ich habe halt leider nur schon mehrere Urpferde, deswegen hätte ich mir auch ein anderes Pferd mehr gewünscht, aber an sich ist es ein wirklich, wirklich schönes Pferd und es gefällt mir von der ganzen Art her richtig, richtig gut. So, zum Bremsen. Und einmal nach hinten. Dann bäumen wir uns einmal auf. Und dann haben wir noch den Sprung im Petto. Und das sind die Gangarten unseres neuen Pferdes. Unseres Geburtstagspferdes, des Seelenrosses Crazy. Ganz im Gegensatz zu anderen Pferden hat das Seelenross trotzdem noch die Möglichkeit, wie auch das normale Urpferd, seine Frisuren zu ändern. Das zeige ich euch jetzt direkt. So, schauen wir uns die unterschiedlichen Frisuren noch einmal an, obwohl es natürlich ähnlich gehalten ist, wie auch schon beim normalen Urpferd. Und so haben wir neben den klassischen, den Legacy Manes, auch natürlich die durchgewuschelten, die Löwenmähnchen, die auch schon bei den anderen Urpferden so markant herausgestochen sind. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben, wie euch die unterschiedlichen Mähnen so gefallen beim Seelenpferd. Ich muss sagen, mir gefällt gerade diese hier eigentlich recht gut, da so ein bisschen was Alleinstelliges ist, was ich noch nicht so habe. Aber ich denke mal, wenn es eine wird, werde ich mir die nehmen. Aber ich bin mir noch unsicher, ob ich mir die nehmen werde. Bin gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt, wie euch das Seelenross gefällt. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr euer Seelenross genannt habt. Und dann bin ich gespannt. Auf jeden Fall gucken wir uns heute Abend dann nochmal ein bisschen das Seelenross an und leveln damit auch noch und machen einiges an Rennen. Ich sage danke fürs Zuschauen und euch noch viel Spaß mit dem Geburtstagsupdate und eurem neuen gratis Seelenross.